Hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade. Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir weitergemacht, waren hier und haben uns die Geschichte von diesem Typen angehört. Diese Rüstung hier bekommen wir erst, wenn wir 5 Strohdrohnen besiegt haben. 2 davon haben wir mittlerweile besiegt. 3 fehlen noch und dann kriegen wir den Boss. Und wenn wir den Boss besiegt haben, bekommen wir anscheinend die Rüstung. Und dann haben wir noch die eine Aufgabe, die hier war. Mussten wir ein Mädchen finden, was hier irgendwo in diesem Gasthaus hier drin war. Haben dann ein paar Leute besiegt, haben wieder einen Strohdrohnen bekämpft, weil der einfach die Mutter von der gefangen genommen hat und verkaufen wollte. Ich habe keine Ahnung mehr. Und jetzt haben wir hier die Nebenaufgabe, eine neue gefunden von der Fürstin, die hier lebt und diese Stadt regelt. Und müssen eine Karte zurückholen, die gestohlen wurde mit Standort von Lebensmitteln. Lagern. Mal gucken, wie das abläuft jetzt. Mal gucken. Ey, warum sind hier so viele... Ja, ihr lauft weg. Gut zu wissen. Das ist der Drei-Wege-Quell. Doch wo ist die Spelunke? Muss ich jetzt nach Fußspuren schauen? Oder einfach einen großen Umweg. Ich kann auch einen großen Umweg gehen. Geil. Ich bin schon richtig, okay. Da. Das muss die Spelunke sein. Wird verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf. Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Hey, wir müssen doch rein. Von oben wahrscheinlich, ja? Ja, von oben da. Ich hätte gemeint, von hinten geht's rein, aber anscheinend nicht. Machen wir halt den Weg hier. Hi. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Erster Down. Der ist down. Moment, ihr seid doch zu zweit hier. Genau. Einer der drei muss die Karte haben. Nö. Nö, du hast sie. Fertig. Geh mir die Karte zurück, jetzt.
nicht schon weit weg von Tsushima? Er ist ein Schmuggler. Was glaubt ihr denn? Yeah. Naja. Bringen wir die Karte zurück und gucken, wie wir weitermachen. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich daraus. Danke, Fürst Sakai. Eine Großzügigkeit von Fürstin Sanjo. Ja, so langsam, wenn wir jetzt noch ein, zwei Quests machen oder allgemein Gegner noch herausfordern und sonst was, bekommen wir immer mehr Sachen. Und wir haben echt nicht mehr so... Doch, wir haben noch ein paar Aufgaben hier. Geschichte von Yuna könnten wir anfangen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich warte noch ein bisschen, bis ich diese Insel hier mache, also diese... die Region hier hinten. Weil, ich weiß nicht, ich warte noch ein bisschen. Wir können es gern wann anders starten, aber erstmal machen wir noch ein paar Aufgaben hier. Vielleicht ist die Insel auch kleiner, als ich denke, weil... ich weiß es nicht. Weil für diese ganze Insel gibt es anscheinend... Wo siehst du denn das, Leute? Ach da. Denn... da ist ein Mongolenlager, glaube ich. Weil die Insel hat einen kompletten eigenen Trophäenstrang. Erster. Zweiter. Na gut, das funktioniert nicht. Wo schreit jemand Hilfe? Bald können wir ausruhen. Ach, hier. Moinsen. Bald seid ihr frei. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Es ist nicht viel, aber bitte, nehmt es. Danke. Also weiter in die Richtung. Ich glaube, das da hinten ist echt ein Mongolenlager. Vielleicht müssen wir das in der Quest mit Yuna jetzt auslöschen. Kann ich mir vorstellen. Naja. Da vorne ist Yuna, glaube ich. Yuna. Komm schon, Game. Es wird nicht in der Nähe gekämpft. Game. Doch, die sind immer noch heiß auf mich. So, hier. Da mit dir. So. Perfekt, jetzt haben wir es.
Wieso sind hier so viele Bürger gefangen genommen? Meine Gebete wurden erhört. Ihr seid sicher, naja. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Ja, tatsächlich, wenn wir jetzt echt so weitermachen mit den ganzen Rettungsmissionen und Nebenaufgaben, dann erreichen wir heute vielleicht noch die nächste Legendenstufe. Jin. Yuna. Ich dachte, du bist in Yarikawa. Ich kann auch nicht zurück. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Ich glaube, es ist tatsächlich das Mongolenlager, was wir gerade gesehen haben beim Herreiten vielleicht. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Tatsächlich Mongolen. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor sie zurückkommen. Ein Samurai? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Verräter. Es gibt Ärger! Ich bereit. Gut, hier. Dauer mit dir, Kumpel. Dauern. Oh, ich liebe diesen perfekten Block. Ichi! Ichi, wo bist du? Not here wahrscheinlich, oder? Oder doch, anscheinend schon. Du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet. Um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. Findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist. Aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Ja, dann. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Gut. Danke, Jin. Ach, das wartet schon. Na, dann lösche ich vielleicht noch das Mongolenlager da hinten weg.
Wo ist denn das? Ach, das ist ja gleich hier vorne. Was? Wieso ist denn das gleich da vorne? Aber ich sag nichts dagegen. Du bist ein guter Bürger. Servus, hi. Na gut, vielleicht nicht so ganz gut, aber... Naja, es können ja viele Leute ein Lagerfeuer mit Leichen auf deinem Feld bauen. Naja. Ja, wir müssen sie da treffen, ja dann. Da bist du ja. Ja, bin schon da. Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Leiser Tod. Ich schätze, hier müssen wir jetzt eine Stealth-Mission machen, damit wir die Sklaven, die dort drin gefangen gehalten werden, nicht in Gefahr versetzen. Gehen wir. Und warum sehe ich hier jetzt an jeder Ecke Menschen verbrannt an Sperren? Eine Botschaft. An alle, die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Jin, ich kann das nicht. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Jin. Für Taka. Rachsüchtige Geist für im Einsatz. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nachdem Altan sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf, ohne dass man mich sieht. Altan soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Jin, wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Ja, kacke, ich habe den falschen Knopf gedrückt zum Hockinocken. Restart. Ich darf niemanden töten. Geil, dass ich aus Versehen gerade mit dem Finger über das Touchpad war. Wo sind denn die Brüder eigentlich? Ach komm, wie soll ich denn hier durchkommen, ohne gesehen zu werden? Ich glaube, ich muss hier tatsächlich mit... den hier werfen, den hier arbeiten. Was ist, wenn ich oben lang gehe? Probieren wir es mal oben lang. Na,
einfach mal über den. Fucking hell, wo bin ich denn jetzt? Und woran erkenne ich die Brüder? Die Handelsrouten beherrschen. Ihr habt eindeutig genug getrunken. Als ob wir jetzt echt den hier machen. Bro, Jin, so habe ich die noch gar nicht gesehen. Noch zwei Brüder. Das heißt, im Haus die Leute muss ich töten. Wie gesagt, in den Häusern. Hoppala. Zwei. Ein Bruder übrig. Tut mir nichts, bitte. Ich sag es niemandem. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Aber wo ist der letzte Bruder? Bruder. Ich war hier. Ist doch jetzt nicht extra der Typ, der hinten steht, oder? Doch jetzt safe nicht dieser Typ da sein, oder? Nö, glaube ich nicht. Nee, du bist nicht der Typ, den ich suche. Der letzte der drei Brüder. Arbeitet schneller! Sind hungrig und brauchen es. Wenn ihr die Tagesration nicht schafft, füttere ich sie mit etwas anderem. Erinnert ihr euch an Schießen die Vögel? Ich nehme euren Kopf. Der Rest ist für die Insekten. Fuck.
Einer musste jetzt draufgehen. Mann. Und ich habe jetzt nicht so viel geredet, weil ich mich konzentrieren musste. Okay. Das war der letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu Yuna. Hier lang, an den Wachen vorbei. Okay, perfekt. Die müssen jetzt auch vorbei. Easy. Hast du es geschafft? Nö. Ich trage nur 3 Köpfe mit mir spazieren. Die nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Pflegen. Locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Du meinst, dass sie hier nicht suchen? Perfekt, egal. Ich werde sie rauslocken. Wir haben es gesehen, auf jeden Fall. Kein Wort verstanden, aber sie haben es gesehen. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf. Okay. Leiser Tod. Und es war tatsächlich eine Stealth-Mission. Ja, komm, echt jetzt. Ja, dann erreichen wir diese Folge halt nicht mehr die nächste Stufe. Sondern nächste Folge. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal nach, wo sich Yuna als nächstes versteckt. Ah, hier. Ich denke, dann machen wir nächste Folge einfach weiter. Würde ich jetzt aber sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge jagen wir den schwarzen Wolf. Ciao. Euer Gladius.